Nach dem letztwöchigen Wiener Derby kochten die Emotionen zwischen Rapids Tobias Knoflach und Austria Wien-Keeper Patrick Penz über. Knoflach lief auf Penz zu, beleidigte ihn übel, feuerte sinnlose Verbalinjurien auf ihn. Penz damals, er kommt hergerannt und sagt zu mir nicht so schöne Sachen. Kurioserweise wurde eine Woche später Tobias Knoflach von Rapid-Trainer Goran Djuricin für die Aktion belohnt, stand in der Startelf bei der 1:2-Niederlage gegen Red Bull Salzburg. Nach dem starken Spiel, in dem Knoflach seinen Einsatz gerechtfertigte, erklärte der Rapid-Keeper seinen Disput mit Penz noch einmal bei Sky: Im Nachhinein war es eine dumme Aktion von mir, aber ich wollte ihn lediglich zu den Gästefans rüberbitten. Natürlich sind Emotionen dabei gewesen. Intern wurde alles besprochen und damit ist das Thema seit Anfang der Woche abgehakt. Für Knoflach mag es abgehakt sein, Penz bekam allerdings Morddrohungen zugeschickt. Der Austria-Keeper ließ sich davon aber nicht beirren und zeigte bei der heftigen 0:3-Watsche, die der Last der Austria verabreichte, eine ansprechende Leistung, wenngleich das Ergebnis dies anders vermuten ließe. Austria nach Derby-Sieg gegen Rapid, feiern im Hollywood-Style. Die Austria setzte sich im 327. Wiener Derby gegen Rapid knapp mit 1:0 durch. Am Tag darauf feierten die Violetten auf Social Media ihren Prestige-Erfolg auf kuriose Art und Weise. Die Akteure des Derby-Sieges wurden kurzerhand in Hollywood-Stars umfunktioniert. Alexander Grünwald in I Am Legend, Thomas Letsch in Lips 11, Uros Matic in Der Matic, Christoph Monschein in The Fast and the Furious, Patrick Penz in The Wolf of Kaislergasse, Lukas Venuto in VV Venuto. Der 8. Bundesligaspieltag im Überblick: Datum Heimteam Gastteam Ergebnis 22. September 2018 Sturm Graz SV Mattersburg 1:222, 9:201-8 SKN St. Pöltens Fahrtberg 3:022, 9:2018 Seychellen Rupien Altachwag 0:123.9.2018 Austria Wien Last 0:323.9.2018 Wacker Innsbruck Admiral Wacker 1:323, 9:2018 RB Salzburg Rapid Wien 2:1 Werbung.